So. Und ja. Da wir am Anfang bloß gesehen haben, dass es vier Planeten hier gibt, beginnt jetzt so ein bisschen die zweite Phase von dem Spiel. Und zwar, in der ersten Phase haben wir jetzt alle vier Planeten hier gefunden. In der zweiten Phase müssen wir jetzt alle vier Planeten nochmal bereisen und dort nochmal so ein, ja, so ein tieferes Gebiet davon erkunden, das wir vorhin nicht erkunden konnten, weil es irgendwelche Waffen oder so gefehlt haben. Und das Problem ist, das wird auch größtenteils wieder chronologisch stattfinden. Das heißt, der Sternarchive, dann Alinos und so weiter, ja. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst mal, ja, gehen nochmal auf die Sternarchive und machen und holen uns da nochmal den Oktolyten. Und dann muss ich sagen, bin ich schon halb durch. Wenn ich mir das, also ich bin schon über halb, ja, ich bin jetzt gerade halb durch. Wenn ich mir das richtig angucke, könnte ich das heute sogar noch durchziehen. Na, schauen wir mal. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir brauchen nämlich mal, mit dem Battlehammer kommen wir jetzt nicht unbedingt viel weiter. Also wir kommen weiter. Da war ja dieser eine Raum mit diesen grünen Türen. Und da gehen wir von oben rein, komm. Das ist, glaube ich, besser, als von unten reinzugehen, weil da haben wir dann nicht so viel zwischen. Hier sind wir jetzt direkt beim Dings. Hier sind wir jetzt direkt drin in diesen, ich glaube, das sind Datenschreine, ne? Ah, was kommt jetzt? Warte. Ist Spire. Es kann ja bloß Spire sein. Das ist schön. Jeder Hunter hat nämlich seine eigene Musik. Und das finde ich sehr cool gemacht. Und wie heißen die denn? Ja, Datenschreine. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Nein, nicht das Spiel beenden. Um Gottes Willen. Aber wie gesagt, finde ich eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Um es zum dritten Mal zu sagen, dass jeder Hunter seine eigene Musik hat. Dadurch kann man die Hunter eigentlich auch ganz gut erkennen. Oder kann auch erkennen, um welchen Hunter es sich jetzt handelt, den das gerade bekämpfen muss. Und hier ist natürlich Spire. Damit hätten wir dich zum zweiten Mal und, na gut, man sieht sie halt nicht mehr so viel aus wie beim ersten Mal. Sind sogar ziemlich einfach. Darüber. So, sehr schön. Und dann müssen wir bloß noch einen Stock nach unten und dann sind wir ja schon da. Weil der zweite Datenschrein war ja mit grünen Türen versperrt und die grünen Türen sind natürlich Battlehammer-Türen. Die wir dann schon öffnen können. Sehr schön. Na komm, lass mich rein. Okay, und das sind Dings. Das sind Wächter. Die wohl schlimmste Gattung, sag ich mal, die von Miniboss, die uns bevorsteht. Weil ich hasse die Wächter. Erstmal können die Wächter natürlich jeglichen Waffentyp haben. Jetzt haben sie gerade wieder den. Ich habe gerade echt vergessen, wie er heißt. Irgendwas mit E, glaube ich. Na, zumindest sind sie ultra nervig, weil A, sie sind sehr schnell und B, wie gesagt, können sie halt jeden Waffentyp haben. Und deswegen mag ich die Viecher nicht unbedingt. Wo bist du da? Aber naja. So, und da oben sehen wir gleich eine UM-Erweiterung. Na komm, jetzt wenigstens eine. Ja, ich weiß, direkte Nachricht, das hasse ich auch. Wenn man aus Versehen so eine Tür anschließt, da kommt immer diese riesengroße Nachricht, die den halben Bildschirm verdeckt. Oder eigentlich den kompletten Bildschirm. Weil der obere Bildschirm zählt ja, naja, ist ja der komplette Bildschirm, ne? So, dann können wir hier nochmal das scannen. Das ist nämlich das literarische Archiv. Und hier haben wir noch das medizinische Archiv. Wunderbar. Dann können wir uns hier nochmal die UM-Erweiterung holen. Und da drüben kommen wir schon mal nicht rüber, aber da kommen wir rüber. Ist auch wieder mit diesen komischen Pfosten markiert und da finden wir unsere nächste Waffe. Ziemlich versteckt eigentlich, total blöd. Normalerweise sollte die UM-Erweiterung dort drin sein und der Volt Driver. Volt Driver hieß er übrigens, also nichts mit, was habe ich gesagt, mit B, mit E, keine Ahnung. Zumindest sollte eigentlich der Volt Driver draußen liegen, damit man den besser findet, weil der ist halt wichtig. Ohne den kommt man nicht weiter. So, Volt Driver wurde ins System integriert. Diese Waffe greift die Energie des planetaren Magnetfeldes ab und wandelt diese in Energiestöße mit einer Hochspannung von mehreren Terawatt um. Okay. Gut, das zu wissen. Und ja, damit sind wir hier schon fertig. Und können damit auch schon wieder weiter. Wieder nach oben und zwar zu dieser einen Tür oder zu diesem einen Kraftfeld, das wir ganz am Anfang gesehen haben. Durch das wir ja aber nicht durchgekommen sind, weil ich ja gesagt habe, das können wir bloß mit Kentons Waffe zerstören. Nämlich mit dem Volt Driver.
Und das war tatsächlich die Waffe, die ich immer vergessen habe. Zumindest den Namen. So, jetzt müssen wir hier nochmal einmal durch und dann sind wir schon fertig. Das geht nämlich deutlich besser hier durch. Sehr schön. Aber wie gesagt, das mit der Waffe, das verstehe ich auch nicht so ganz, wieso sie da so blöd platziert ist. Weil die kann man wirklich leicht übersehen. Gut, okay, da hat man die Hinweispfosten zwar, aber trotzdem ist nicht so wirklich gut gekennzeichnet. So, wir gehen aber nochmal zurück zum Schiff. Nicht, weil ich Schiss vor irgendwelchen Bossen habe oder so, sondern weil wir beim Schiff nochmal etwas einsammeln können. Und zwar müssen wir hier mit dem Battlehammer draufschießen und dann können wir uns hier einrollen und bekommen hier nochmal einen Missile-Container. Und eine OM-Erweiterung sogar, okay. Nehme ich auch. So, und zack, wieder nach oben. Und wieder ein Morphball und... Na, Leben haben wir keine verloren und Speichern brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hinterm Schiff. Okay, dann... Oder speichern wir? Ach komm, speichern wir kurz. So. Zack, Schiff betreten, ja. Dauert ja nicht lang. Und dann ist alles sicher. So, sehr schön, Schiff verlassen. Wunderbar. Wir können jetzt theoretisch mit dem Volt Driver auch weiter. Der Volt Driver war eigentlich das Wichtige. Allgemein mit dem Battlehammer hätten wir natürlich auch hier wieder zurückgehen können. Also es ist nicht alles wirklich so vorgegeben, aber schon doch das meiste. Also es wirkt halt immer sehr, sehr linear. Zumindest kann man es so angehen. Man kann, wenn man unbedingt will, natürlich die Reihenfolge ändern. Aber es ist jetzt auch nicht so unbedingt notwendig oder... Es macht halt keinen Sinn. Wieso die Reihenfolge ändern, wenn es so schon so extra so gemacht wurde? Wenn man jetzt absichtlich die Reihenfolge ändern müsste, dann wäre das natürlich nochmal was anderes. Naja, zumindest haben wir hier unser nächstes Gebiet theoretisch. Erstmal mit einer gelben Türpanzerung. Und dann nochmal mit einer... Das sieht man immer, wenn dann eine neue... wie hieß das Ding nochmal? Ich habe mein Lieblingswort vergessen. Ach, die Prophetie. Genau. Immer wenn da eine neue Prophetie ist, merkt man, dass immer ein neues Gebiet kommt. Zumindest Prophetie 05. Die orangefarbene Lohe wird vergehen und alsdann auf den Schwaden auferstehen. Ja, das heißt, wir haben gelb, grün, orange, blau. Und wie gesagt, das ist wichtig, müssen wir uns merken. So, und damit kommen wir in einen komplett anderen Bereich, weil man war zu faul, eine komplette Karte zu mappen. Deswegen hat man einfach hier das komplett abgeschnitten und einen in neues Bereich teleportiert. Ich sag mal von mir aus, auch wenn ich schade finde, wow. Macht mir hier keinen Stress, ihr kleinen hässlichen Viecher. So, hier gab es auf jeden Fall nochmal eine OM-Erweiterung, das weiß ich. Genau hier nämlich. Du stehst gerade im Weg. Danke. Stand ihr da einfach auf dem Portal. Naja. Nehmen wir die OM-Erweiterung und dann können wir jetzt die Viecher auch hier mal platt machen. Da kommen die nämlich nicht immer wieder. Und da ist... Doch, da ist was. Aber, nee, hier ist nichts. Also da ging es rein, aber da war nichts. So, dann können wir das hier, glaube ich, alles nochmal scannen. Jetzt war nicht so wichtig an Dockbucht L3. Die haben keine Namen. Achso, das sind auch L3. Achso, Level 3 heißt das dann wahrscheinlich. Dann müsste es hier oben Level 2 sein. Genau. So. Und wenn wir dann nochmal ganz hoch gehen. So, sehr schön. Kommen wir hier zu L1. Ja. Wunderbar. So, achso, da ging es noch raus. Genau, wo ging es da nochmal hin? Ging es da? Achso, das konnten wir noch gar nicht aktivieren. Jetzt verstehe ich wieder, was hier vor sich ging. Wow, du hast mich gerade doch schon ein bisschen erschreckt. Okay, aber kaputt ist trotzdem. Du bist kaputt und du. So, und jetzt müssen wir hier die Dinge da unten zerstören. Ja, toll, jetzt komme ich da wieder nicht rein, weil dieses Ding ist da wieder blockiert. Und die direkt nachspawnen. Na, da komm mal. Danke. Oh, komm da raus. Vor allem ist so toll, dass die direkt nachspawnen. So, nee, das war's nicht. Okay. Hä, ich dachte eigentlich, dass man die Dinger zerstören muss. Damit sich hier diese Kraftfelder öffnen. Okay. Vielleicht muss man... Ach so, guck mal. Was wir da haben. Ungebetene Gäste.
Mehr? Ja, auf jeden Fall. Ich höre doch noch die Musik. Na komm. Na komm. Ach, die Dinger nochmal. Die kommen aber scannen. Halt, ich kann mir erstmal töten. Und dann können wir die Dinger da oben scannen. Na komm. Halt. Ah, bleib stehen. Ich hasse die Wächter. Sie sind so furchtbar ätzend, wenn man sie nicht gerade in so eine Ecke drängt. So, was seid ihr denn? Ah, toll. Ist vielleicht bei einer runtergefallen. Psychobytes V2.0. Ja, danke. Ihr seid mir aber trotzdem relativ egal, weil solange ihr mich nicht trefft, könnt ihr mir nichts. Und da treffen sie mich natürlich und gleich nochmal. Wunderbar. Aber ich zerstöre hier gerade die Portale. Sehr schön. Ich glaube, man muss jetzt erst alles zerstören, bevor wir hier... Ich bin noch nicht tot. Ach, jetzt. Hä? Ach so, okay. Man muss Portal und zugehöriges Vieh zerstören. Damit hier das Ding aufgeht. Und natürlich muss ich jedes Mal warten, bis diese... Oh, es ist so ätzend. Das ist ätzend ja in diesem ganzen Spiel, dass man zuerst warten muss, bis die Kamera da fertig ist. Verstehe ich auch nicht, weil man sieht doch, dass das Ding weggeht. Wieso muss man es dem Spieler nochmal extra erklären? Wieso muss man es ihm so dermaßen auf die Nase binden? Und nochmal, weil man kann nicht kurz rumsuchen und gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Nein. Man muss es ihm nochmal mit jeder Cutscene erklären. Oh. Das ist wirklich, das ist das Allerschlimmste. Diese Cutscenes die ganze Zeit. Und es ist... In den Sternarchiven ist es irgendwie am schlimmsten. Alle anderen gingen jetzt eigentlich alle anderen Bereiche, aber die Sternarchive, die sind da wirklich zum Kotzen. So, allgemein sind die Sternarchive zum Kotzen, weil ich mag sie nicht. Allgemein vom Aufbau, vor allem der zweite Bereich ist sehr, sehr nervig gestaltet. Erstmal der Bereich hier und das, was gleich noch kommt, ist noch viel, viel schlimmer. So, jetzt können wir nämlich da endlich in diesen Bunker rein. Oh. Und können da nochmal ein Schalterchen aktivieren und können dann erst durch das Portal. Ist zwar ganz nett, dieses kleine Rätsel, also, nee, ist eigentlich nett, es ist nett gemeint, sagen wir mal so, aber furchtbar ätzend auszuführen. Okay. Zack, scannen. Okay, wunderbar. Damit haben wir dich offen. Und können weiter. Na, wenigstens schaltet er automatisch immer wieder in Combat Visor um. Wenn man dran denkt, ist es ganz angenehm. Wenn nicht, dann versucht man immer wieder auszuschalten. So. Und weiter geht's in den zweiten Bereich. Also, ja, wir sind ja schon im zweiten Bereich, aber in diesem zweiten Unterbereich, wo es natürlich wieder die Viecher kommen. Und wieder natürlich mit dem Volt-Driver. Der auch überhaupt nicht furchtbar ätzend ist. Oh, jetzt stirb doch einfach. Wo bist du? Ja, ach, da. Okay, danke. So, da haben wir das Portal, wo wir gerade hergekommen sind. War hier unten? Ach, da war ein Schlüssel. Super offensichtlicher Schlüssel natürlich. Mit dem wir das erste... Ist das erste Artefakt? Ja, ich glaube schon. Mit dem wir das erste Artefakt bekommen. Und hier ist gar nichts. Okay. Dann holen wir uns doch zuerst mal das erste Artefakt. Das sieht auch so merkwürdig aus, dieser Außenbereich. Ich meine, den hätte man normalerweise sehr schön gestalten können, aber das sieht alles so merkwürdig aus. Außerdem drehen sich die Sterne. Oder diese Raumstation dreht sich verdammt schnell, aber es sieht eher aus, als würden sich die Sterne drehen. Was keinen Sinn macht, außer es wäre Glitzerstaub, der hier rumfliegt. Was vielleicht sogar Sinn ergeben könnte. Naja, zumindest mehr als, dass sich die Sterne drehen können. So, fahren wir hier zurück. Und hier sollten wir ein bisschen aufpassen, weil es ist nicht so schön angenehm wie in Metroid Prime, oder Metroid Prime 2 eher, wo man, wenn man runterfällt, 5 Schaden bekommt. Nee, wenn man hier runterfällt, dann stirbt man. Dann ist man tatsächlich Game Over. Aber es gibt Checkpoints, die gesetzt werden immer wieder. Das heißt, man kommt einfach da wieder raus und muss dann halt den Schlüssel nochmal einsammeln. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist halt trotzdem furchtbar nervend. Oh Gott. Gut, damit haben wir die UM-Erweiterung. Das war natürlich ein bisschen gefährlich, ein bisschen riskant. Aber, naja, als Kopfgeldjäger legt man halt gefährlich. So, und jetzt muss ich gucken, welches Portal war nochmal das Richtige. Weil wir haben jetzt hier 3 Auswahlmöglichkeiten. Ich gehe mal da hoch. Das ist so irgendwie das am weitesten entfernteste. So.
da gehen wir einfach mal rein und schauen. Weil jetzt kommt der furchtbar ätzende Part hier in diesem Spiel, den ich hasse. Gut, erstmal dich. Hi, na? Dann töten wir halt dich nochmal kurz. Und nochmal, komm. Ich glaube, viermal muss man das machen, ja. Und noch einmal. Okay, oh, natürlich. Weil gerade der eine Gegner nicht genug war. Jetzt müssen gleich noch mehr kommen. Na komm, stirb jetzt. Und da schießt doch schon wieder irgendwas mit dem Volt Driver. Ach so, diese kleine Kackviecher auf dem Boden schießen jetzt auch noch damit. Natürlich. Toll. Hätte ich mit rechnen müssen. Kann das Ding mal kaputt gehen? Danke. Okay. Scan. Das ist ein Portal. Das will ich nicht scannen. Euch will ich scannen. Elektro-Voldrum. Ja. Weil man wieder zu faul war, einen neuen Gegner zu machen, hat man den einfach umkoloriert. Das ist das Allerbeste. Und die Portale halten jetzt manchmal auch mehr aus. Das ist ja furchtbar. Jetzt, und natürlich nochmal Wächter. Alles klar. Sonst wird es ja langweilig, wenn man da drei Gegner hintereinander bekommt. Also drei Minibosse sozusagen. Seid ihr fertig oder kommt jetzt nochmal ein Hunter? Hunter kann ja keiner kommen, weil wir hatten keinen mehr auf der Karte. War jetzt mehr ein bisschen ironisch gemeint, ne? Aber. Und nochmal ein Wächter. Natürlich. Dann kommen nochmal ein paar Voltrums, dann kommt nochmal ein Wächter, dann kommt nochmal ein paar Voltrums. Wir sind in der Miniboss-Hölle gefangen irgendwie. Oh, wow. Danke für die große Leben. Die habe ich jetzt echt nötig gehabt. Achso, und das Problem ist, wir sehen jetzt hier, das führt uns zum Anfang, aber wir haben jetzt hier zwei Auswahlmöglichkeiten, wo wir denn hinwollen. Und es geht ganz einfach. Man muss sich ja einfach bloß merken, welches Portal wohin führt, weil wenn man Start drückt... Ach, sieht man das gar nicht? Schade. Außerdem, ja, man sieht hier, es ist einfach irgendwo im Nirgendwo, was sehr, sehr schade ist. Wie gesagt, eine komplette Karte wäre mir deutlich lieber gewesen. Zumindest schauen wir mal, wo wir hier hinkommen.